so sehen die fertigen Plätzchen dann nach dem Backen aus. Die hier sind aus dem ersten Teig entstanden. Wenn man dann ein bisschen weiter geht, sieht man, dass die Marmorierung hier schon viel mehr ineinander gewoben ist. Hier ist es ja eher noch grob. Hier ist es mehr ineinander. Und je mehr man den Teig dann ineinander mischt, desto dunkler wird er. Und ich finde, der Herbst wird hier durch ganz schön wiedergespiegelt. Also wenn man das dann im Gesamtbild sieht, hier die leichte Verfärbung, dann hier die immer stärker steigende Verfärbung und hier dann das vertrocknete Blatt. Und wenn man dann hier näher dran geht, sieht man auch, dass hier sogar noch so ein paar Grüntöne mit drin sind. Hier jetzt nicht mehr so, aber auch bei diesem Blatt hier sind die Verfärbungen so ineinander so richtig schön entstanden. Oder hier unten. Könnte man wirklich mit dem Blatt vergleichen, was auch gefärbt durch den Herbst wurde. Jetzt leider gerade keins da. Aber wenn man sich das Blatt so zum Vergleich nimmt, sieht zwar komplett anders aus, weil es halt auch ein echtes Blatt ist, aber so die Verfärbungen sind halt richtig schön dargestellt, finde ich. Und ja, probiert es doch einfach mal aus. Sehr zu empfehlen und macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Und jeder Keks sieht halt auch anders aus. Jeder Keks ist auf seine Art und Weise individuell.